So, weiter geht's mit Stellaris, der Flucht nach vorn, dem Spiel, wo wir. Da ist Osmadin, okay, da kommen die Vögel her. Wo wir versuchen, der Menschheit, die von der zerstörten Erde fliehen musste, eine Zukunft zu bereiten. So, das. Weiß ich nicht. Wir haben auf dem Grunur Prime bauen wir jede Menge Bergbaudistrikte. Wir haben einen arbeitslosen Menschen drauf. 7 Leute können wir hier schon irgendwas bauen. Das Bergbau-Ding können wir bauen. Ja, das ist schon mal auf keinen Fall verkehrt. Und wenn das eine Bergbaustation ist, könnten wir auch die Roboter-Dinger bauen, die Roboterfabriken. Das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann warte mal, ich muss mir gerade erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Epsilon-Aliens, den Berichten über Weltraumdrohnen aus bestimmten Systemen ist nachgegangen worden. Bei den Drohnen scheint es sich um die Arbeiter und Verwalter einer autonomen Orbital-Bergbauunternehmung zu handeln, die hier vor Jahrtausenden ihren Betrieb aufnahmen. Dem Zustand der Verarbeitungsausrüstung nachzuschließen, zog die Besatzung wohl jedoch schon bald darauf wieder ab und ließ die Drohnen allein zurück. Ihr Zweck, der Abbau von Ressourcen, ist offenkundig. Nicht aber, wer sie mit ihren Aufgaben betraut hat. Es ist mehr als eindeutig, dass dieses System schon seit Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Jahren keine Minerallieferungen mehr verlassen haben. Okay. Die Drohnen mögen zwar alt sein, doch Überlebenskomitee der Terraner sollte sie keine Sekunde lang aus den Augen behalten. Okay. Also, wie gesagt, wir wollten eigentlich mal gucken, hier Überblick. So. Wo sind wir? Okay. Ich wollte sagen, wir sind gar nicht so schlecht dabei. Das Problem ist aber, dass das falsch rum war. Wir sind irgendwie im Mittelfeld der Reiche, die wir bisher kennen. Wow, die sind schlechter als die Handelsliga hier. Die Opalngek-Nation. Opalngek-Nation, okay. Das Yalon-Order ist uns überlegen und mag uns nicht. Da müssten wir vielleicht noch was machen. So, wo sind die? Da hinten. Also, das ist nicht so ganz das große Problem. Okay, dann schauen wir mal. Was forschen wir gerade zum Beispiel? Genmodifikation, fortschrittliches Habitat und Disruptoren. Okay. Haben alle Schiffe was zu tun? Nein, da ist ein Forschungsschiff, das nichts macht, weil kein Anführer mehr drauf ist. Der gräbt die Städte aus. Okay, das ist gut. Hier können wir wieder nicht hin. Hier können wir auch nicht hin. Haben wir noch eine Forschungswelt, wo wir hin können? Da haben wir unsere Reichshauptstadt, Verwaltungszentrum Terra Nova. Da könnten wir hin mit unserem Forschungsschiff und Forschung assistieren. Im Pazifiksystem, ja. So. Dann können wir ein Relikt benutzen, ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Das war in Gesellschaft. In ungefähr einem Jahr können wir ein Relikt benutzen. Okay. Dann müssen wir uns schon mal die Welt aussuchen, wo wir das machen wollen. Also, wir haben Alaska, wir haben Neukempla, wo diese Vogelmenschen sind. Und wir momentan noch nicht wirklich unsere eigenen Leute drauf haben können, weil die das Klima nicht mögen. Also, Kempla könnte man theoretisch in eine Gaia-Welt verwandeln. Aber das gleiche gilt für Dänemark, Sargans Welt und Alaska.
Ja gut, die Entscheidung bleibt erstmal nochmal offen, würde ich sagen. So, weil wenn auf Neukempler haben wir noch mehr von den Vögeln, die sind überall auf Terra Nova, die sind auch auf den Gaia-Welten. Also da können die eigentlich gerne bleiben erstmal. Ich habe nichts dagegen, dass sie sich mischen hier. Kann man dann drüber nachdenken, wenn da langsam Überbevölkerung ist auf den Welten. Ja, also da haben wir schon, dann haben wir hier Konstruktionsschiffe. Könnten wir langsam mal anfangen, zum Beispiel hier. Das ist kein Planet. Hier nicht, vielleicht in einem Nachbarsystem. Hier zum Beispiel könnten wir langsam mal ein Habitat bauen. Und wir können das schon mal hier hinziehen, damit wir dann hier vielleicht gleich das nächste Habitat bauen können. Erstmal hier hin. So, und dann würde ich sagen, kann es losgehen. Dann schauen wir mal, was hier weiter los ist. Was sind denn das Yalon Order für Leute? Es sind evangelistische Zeloten, die uns von ihrem komischen, von ihrer komischen Religion überzeugen wollen. Die mögen die im Tok nicht und die Jibo mögen die auch nicht. Haben einen Pakt, ein Nichtangriffsversprechen mit den Buvadon. Forschungspakt mit dem Buvadon und den Hyfna und sogar ein Verteidigungspakt mit den Hyfna. Das waren die Typen, die fliegenden Affen. Die fliegenden Affen Schwarmbewusstsein, Heinis. Das heißt, wenn ich jetzt versuchen würde, die anzugreifen oder so, dann würden sofort das Yalon Order würde die mit verteidigen. Okay. Aber wie gesagt, die haben mir bisher nichts getan und reiben sich momentan hier noch an einem Fallen Empire auf, dass die nicht leiden kann, Fullspinne. Ja. So, Schiffe. Okay, schon wieder neue Technologie. So, Disruptoren. Code knacken. Machen wir das mal, das ist schön billig. Und hier machen wir. Oh. Ah, Genkliniken, die sind auch schön billig. Gut. Okay, unser Relikt ist verfügbar. Machen wir jetzt Neukempler oder machen wir erst unsere quasi eigenen Welten? Alaska zum Beispiel. 88%. Die Welt ist am größten, machen wir das hier. Ach so, ich muss erstmal. Bup. So, Dänemark ist am größten. Wir müssen uns holen mit ihnen. Ich mache einfach unglaublich. So, haben wir da mehr Leute? Nubaol, sehr gut. Gut. So, wir haben zu viel Mineralien. Und können jetzt auf Neukempler tatsächlich noch ein Gebäude bauen. Ist die Frage, was ist das hier? Das ist Generator, Bergbau, Industriedistrikt. Bauen wir hier mal Verwaltungsbüro ist immer gut. So. Ah ja, und dann können wir natürlich unsere Spezies genmodifizieren. Vorlage erstellen. Okay. Wir könnten streitsüchtig wegnehmen, dann würden wir mehr Unity kriegen. Und wir könnten verschwenderisch wegnehmen, dann würden wir weniger Konsumgüter verbrauchen. Aber machen wir erstmal streitsüchtig weg.
Situation log updated. So. Dann haben wir gleich auch die Gehirnschnecken über unser ganzes Gebiet verbreitet. Das heißt, dann sind die Menschen tatsächlich das erste Mal in ihre Geschichte eine wahrhaft symbiotische Spezies. So, wir haben alle Schiffe, die wir haben können. Und da ist schon wieder. So, dann lass uns mal gucken, wie schnell das mit dem Spezialprojekt vorangeht hier. Situationsprotokoll. In 16 Monaten, okay. Also das dauert anderthalb Jahre. Das ist nicht so schlimm. Blup. Archäologen, die die Jägerloge ausgruben, sind auf mehrere Hinweise einer legendären Retorax-Kriegerin gestoßen, die nur als die Jägerin bekannt wird. Sie war anscheinend die effizienteste Mörderin im gesamten Reich und dafür bekannt, Tausende von Aliens in Makwael abgeschlachtet zu haben. Es ist unklar, ob dies auf Tatsachen oder Fiktion beruht, aber der Legende der Retorax zufolge wurde die Jägerin irgendwo im Tal getötet, als sie von der außerirdischen Beute, die sie verfolgte, überlistet wurde. Sie trug angeblich die sagenhaften Klinge der Jägerin mit sich. Kurios. Okay, es geht weiter. Vielleicht finde ich die Klinge der Jägerin hier. Vielleicht ist es ein Artefakt. Das wäre cool. Aha, können wir noch mehr Verschlüsselung machen. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo hier auf Terra Nova zum Beispiel noch mehr... Brauchen wir da so viel? Wie viel stellen die her? 20 brauchen wir nicht, also ersetzen wir das durch ein Forschungslabor. Forschungslabor. Warum kann ich kein Forschungslabor bauen? Da. Und das hier vielleicht auch ersetzen durch ein Forschungslabor. Dann können wir hier im Verwaltungszentrum mal upgraden. Fleet upgrades applied. Und vielleicht einen neuen oder zwei neue Stadtdistrikte bauen. Ja, das kriegen wir schon alles. Und auf Neukempler, Landwirtschaft, Verwaltungsbüros. Okay, das ist okay. Die Buvadon mögen die Rescheti nicht mehr. Okay. Machen wir mal die Reaktoren hier. Das ist immer noch am. Geht immer noch am schnellsten. Ah, siehst du, unsere Menschen sind bald fertig. Das sollte uns einen Forschungsschub geben. So. Okay, welcher Beschluss wurde abgelehnt? Schutzengel, sind wir für, gegen. Was ist das hier? Da sind wir gegen. Das sind wir gegen. Okay. Sklavenhandel mit organischen Wesen verbieten, sind wir für. Fremdfinanzierte Freibeuterei, geringfügige Militärsanktionen ablehnen. So, dann gucken wir mal, ob wir gerade... nein, wir können keine Sklaven befreien, leider. Momentan, schade. Skandalöse Beleidigung. Allied Rescheti States hat uns mitgeteilt, dass sie die Worte eines unserer Gesandten als anstößig empfunden haben. Sie haben weder den Namen des Gesandten genannt, noch die Art der Beleidigung beschrieben. Stattdessen haben wir nicht viel mehr als einen Ausbruch der Empörung und ein abruptes Ende der Kommunikation enthalten. Es ist möglich, dass diese seltene
Bruch in der Diplomatie das Werk einer anderen dritten Partei ist, die sich einzumischen versucht. Es könnte allerdings auch genauso gut ein Missverständnis sein. Ja, können wir scheinbar nichts machen. Das ist schade. Super schade. Wirklich, wirklich schade. Die können wir auch mal upgraden hier. Fertig. So, was ist jetzt billig? Die Drohnen sind bemerkenswert effizient darin, beständig schwindende Mineralvorkommen aus Felsen zu schlagen, die menschliche Bergleute wegen vermeintlicher Erschöpfung der vollkommen schon längst aufgegeben hätten. Unsere besten Ingenieure arbeiten bereits daran, die Methoden der Drohnen zur Verwendung in den Überlebenskomitee der Terraner Bergbaunetzwerken und Stationen anzupassen. Dies sollte die Effizienz steigern und dabei gleichzeitig den Energieverbrauch senken. Die Tatsache, dass die Drohnen entgegen früherer Annahmen nicht gänzlich stumm sind, ist von geringer Bedeutung. Sie stoßen extrem unregelmäßig Signalpings aus, deren Wellenlänge aber schwer von Störgeräuschen zu isolieren ist. Ob noch jemand da ist, um diese Pings zu empfangen, ist ein weiteres Rätsel für die Zukunft. Faszinierende Automaten. Sehr gut. Und hier machen wir mal die experimentelle Subraumnavigation. Das könnte gut sein. Und was wollen wir hier? Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit. Machen wir mal die regenerative Rumpfgeschichte hier. Und dann schauen wir mal unsere Spezies an hier. Wir haben jetzt 121 Menschen ohne Streitsüchtigkeit. Oh, scheiße. Ich habe das falsche Template genommen. Ich habe jetzt die Menschen verschlimmbessert. Na gut, dann müssen wir halt nochmal. Situation log updated. In 20 Monaten, okay. Okay, super. Okay, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus hier. So, warte mal, das können wir nach oben schieben. So. Ja, das ist gut. Ja. Forschung. Forschung, Forschung. So. Jetzt haben wir hier eigentlich den großen Drachen. Okay, den kriegen wir mit unserer Flotte noch nicht so richtig kaputt. Mit 6000 wahrscheinlich eher nicht. Da bräuchten wir mindestens dreimal so viele Schiffe, glaube ich, damit das was wird. Wasser. Okay. Okay, dann nehmen wir mal Harmonie, weil wir sind so ein Typ. Okay. Können wir jetzt noch ein Hier ist nichts, wo sich das lohnen würde, ein Habitat zu bauen. Also gehen wir mal hier hin. Was ist hier? Können wir hier ein Wissenschaftshabitat bauen? New technology discovered. Hier vielleicht? Ja, Atlantik B3. Sehr gut. Sogar sehr nah an Thalassa. Immer einfach mal der Reihe nach durch hier. Das wird schon. Okay, weiter geht's. Ich habe das Spiel neu gestartet. Hoffentlich passiert sowas nicht nochmal.
Genau, ich wollte hier auf diesem Planeten ein Habitat bauen. So. Und ich bin gerade dabei. Ja, hier Forschung auszuwählen. Und weiter geht's. Und hier oben hatten wir, glaube ich. Oh, hier ist eine Wohnung zu wenig. Interessant. Bauen wir hier mal den Stadtdistrikt, dann haben wir wieder ein paar Wohnungen. Aha, hier haben wir unser erstes Habitat fertig. Sehr gut. Da wollen wir die Rescheti da drauf haben oder nehmen wir unsere Menschen hier? Genetic enhancement supplied. Okay. Nehmen wir unsere verbesserten Menschen. Und das Habitat nennen wir St. Pomeroy. Weil, warum nicht? Versteinerte Überreste. Eine Methangasexplosion hat Wissenschaftsoffizier Amani Al-Ajani und einigen anderen Besatzungsmitglieder verletzt. Die Explosion setzte ein, als ein defekter Bohrer die Generatoren überlastete und diese dann Feuer fingen. Bevor das Feuer eingedämmt werden konnte, entzündete es etwas Methangas und riss eine Mauer nieder, wodurch ein geheimes System von Kammern und Tunneln offenbart wurde. Unsere Archäologen glauben, dass sie möglicherweise zu einer wichtigen Person gehörten, die über die nötigen Mittel verfügte, da sie mit kostbaren Mineralien und Artefakten gefüllt waren. Also vielleicht ist da das Schwert der Jägerin drin. New technology Oh, discovered. okay. Okay, was ist hier los? Verschlüsselung, was machen wir als nächstes? 8000, 8000, 6000. So, Ressourcenspeicher voll mit Mineralien. Wir brauchen. Davon brauchen wir ein bisschen, okay. So, Dänemark, was ist mit dir? Wir brauchen. Können wir hier irgendwas Spezielles bauen zum. Nicht wirklich. Wir könnten hier ein. Machen wir einfach die ganze. Machen wir die ganze Dänemark-Welt voll mit Verwaltung. Wie wäre das? Dann können wir die Verwaltung anderswo wegmachen. Hier auf Thalassa haben wir noch zwei Verwaltungen. Da können wir dann stattdessen was anderes hinmachen und. Wo haben wir noch Verwaltung? Nirgendwo, interessant. So, okay, was ist hier das Problem? Ja, wir haben zu viele Spezialisten hier. Können wir die irgendwo gebrauchen? Mal gucken, ob wir hier noch Spezialistenjobs übrig haben. Hier nicht. Da auch nicht. Hier sind noch jede Menge. Ah ne, das sind Arbeiterjobs. Toll. Ja, da kommen die her. Nein, sieht nicht so aus. Nein, sieht nicht so aus. New technology discovered. Fortschrittliche Habitate, sehr gut. So, und dann machen wir mal die Baugeschwindigkeit. Und wir können die anderen Spezies jetzt auch anpassen, nachdem wir die Menschen schon so ein bisschen veredelt haben. Fangen wir mal an mit den Nubaol oder mit den Kempler. Mit den Kempler, das sind die meisten. Okay. Die Kempler haben so gar nichts. Ich kann noch vier
Dinger wählen und habe aber nur einen Eigenschaftspunkt. Machen wir die mal stark. Anpassungsfähig und stark. Situation log updated. Was wir mit denen machen können, minus 4 haben die Eigenschaftspunkte. Mit denen können wir wahrscheinlich gar nichts machen. Ja, können wir gar nichts machen. Weil die sind schon, das sind schon Wesen, die viel zu gut sind und köstlich, gemeinschaftlich, sehr langlebig und agrarisch. Okay. So, mal schauen, was haben wir hier? Machen wir mal die Nachbrenner. Ich glaube, hier müssen wir mal ein bisschen... Weil langsam geht uns das Futter aus hier. So. Was können wir uns jetzt hier leisten? Den verbesserten Energienexus? Der wäre das Billigste. Brauche ich von dem anderen Kram irgendwas ganz dringend? Nicht wirklich. Und hier Megalegierung oder machen wir die Megalegierung. Okay. So, also die Nubaol haben wir übersprungen und machen wir mal die hier. Sesshaft können wir wegnehmen von denen. Okay. So. Oh wow. Flüchtlinge aus Rescheti. Rescheti, die aus Hifnar fliehen. Okay, noch mehr von denen. Hoffentlich werden die jetzt mit umgemodelt. Lass uns mal gucken. Hier Situationsprotokoll. Abbrechen. Ja. Okay. Oh wow. Lobbyisten! Den der galaktischen Gemeinschaft ist eine Kakophonie von Stimmen zu hören. Nicht alle davon sind freundlich und gewiss sind auch nicht alle im Einklang mit den tyrannischen Interessen. Leider scheint Botschafter Olive Shute auf die falschen Stimmen gehört zu haben, als es mehrere Konferenzen besuchte, die von der theologischen Gemeinschaft der Demi und Omnipotenzen veranstaltet wurden. Kamen Fragen auf. Nun hat sich herausgestellt, dass eine große Summe an Credits, die auf diese Organisation zurückzuführen ist, an ihn überwiesen wurde. Mehrere Stimmen verlangen jetzt, dass er es abberufen wird und nennen dafür mangelndes Vertrauen als Grund. Einige unserer verschlageneren Berater empfehlen jedoch, dass wir einen Deal eingehen, um Olive Shute im Gegenzug für einen Anteil an den Gewinnen im Amt zu behalten. Ach so, ist einer von meinen, Olive Shute. Okay. New technology discovered. So, mehr Genpunkte. Und hier mehr Roboterpunkte. So, jetzt brauchen wir aber mal lange anwenden. Zack. Situation log updated. Okay. Und noch ein Verwaltungsbüro. New technology discovered. Hm.
machen wir nochmal hier was Billiges. Hier bauen wir schon. Okay, jetzt haben wir alle angepasst, ne? Ja. Wow, siehst du, sind noch zwei mehr. Noch zwei Rescheti. Können wir hier Roboter umsiedeln vielleicht? Wo haben wir noch Jobs? Hier. Mhm. So, Bruno Prime kann jetzt noch ein Gebäude bauen. Machen wir hier mal die Zyto-Genkliniken da. Und hier haben wir wieder was. Cool. Mhm. So. Oh wow. Unser erstes Habitat ist fertig. So, da könnte man ja dann gleich die ganzen Leute ohne Jobs drauf tun, sobald das da fertig ist. Aber ist es ja halt noch nicht. Okay, was wollten wir machen? Genau, wir wollten mal gucken, ob wir hier schon Land claimen bei denen. Ansprüche erstellen. Ja, tun wir schon. Okay. Dann claimen wir einfach ein bisschen mehr, weil wir haben gerade Einfluss übrig. Falls dann doch mal die Kacke am Dampfen ist, dann kann ich auch gleich. Dann kann ich auch gleich Sachen erobern da. Das ist das Gute. Ja. Seltene Kristalle brauchen wir, okay. Okay. Das die im Top gehen hier ganz den ganzen Abend lang. Wow. Ich müsste dafür sorgen, dass meine Flotte größer werden kann. Ich meine, jetzt haben wir ja langsam schon unsere Forschung haben wir jetzt schon verdoppelt, seit ich diese Folge angefangen habe. Das ist gut. Und das Atlantik-Habitat ist auch fertig. Und wie nennen wir ein Habitat im Atlantik? Atlantis. So, okay. New technology discovered. So, zack. Ja, dann würde ich sagen, bis auf die kleine Unterbrechung war das wieder eine Folge, in der sehr viel passiert und sehr wenig schief gegangen ist, Gott sei Dank. Und ja, ich werde dann die Unterbrechung rausschneiden und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann und tschüss.